Ich durfte den Bürgermeister Daniel Töpfer bereits in seiner Wahlkampfzeit kennenlernen, als er unsere Firma besucht hat und sich erkundigt hat über unser Wirken hier am Ort. Er war sehr interessiert am ÖPNV, da er eben auch für die Gemeinde sich für den ÖPNV einsetzen möchte. Und als er dann gewählt wurde, hat sich das tatsächlich auch bewahrheitet, dass er da war für die Firmen, dass er sich erkundigt hat, dass er eine Wirtschaftskompetenz an den Tag gelegt hat und vor allen Dingen auch in unserer schwierigen Corona-Pandemie-Zeit, wo die Busunternehmen tatsächlich sehr gebeutelt wurden, hat er gemeinsam mit der Landtagsabgeordneten Kurz und Herrn Minister Bilger einen Besuch bei uns gemacht und wir haben über unsere Sorgen und Nöte erzählen können und man hat uns versprochen, sich für uns einzusetzen, was dann auch tatsächlich der Fall war. Leider hat sich nun unser Herr Töpfer dazu entschlossen, Weissach zu verlassen, was ich sehr bedauere, wünsche ihm aber für seinen weiteren Weg alles erdenklich Gute.